Gläubigen. Mein Name ist Pastor Philipp Daniel Frey. Heute möchten wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen und das nennt sich Bibelbaptistengemeinde. Warum nennt ihr euch immer Bibelbaptistengemeinde? Lass mich hier drei Wörter hinschreiben. Bibel, Baptisten, Gemeinde. Bibelbaptistengemeinde oder Bibelbaptistenbewegung oder Bibelgläubige Baptistengemeinde, wie unsere Gemeinde genannt ist in Süden Deutschlands, aber wir haben auch Gemeinden, die nennen sie Bibelbaptistengemeinde. Oh, für was steht es? Nun, Bibel nennt sich, dass wir absolut nur die Schrift, und zwar Gottes Wort, unsere Autorität ist. Unsere Autorität. Dann kommt zu 2. Timotheus 3. Eine Stelle, die ich immer wieder verwende, aber die so wichtig ist. 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift, nicht nur ein bisschen, alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, auf dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem Werk geschickt. Wenn du möchtest vollkommen sein, dann brauchst du die Schrift. Die Schrift beurteilt alles, auch die Tiefen der Gottheit. Es ist die Tatsache, dass wir alles richten anhand von der Heilige Schrift, unserer alten Lutherbibel. Wir brauchen keine neuen, modernen Übersetzungen. Wir werden ein Video machen über all die Fehler in den neuen Übersetzungen. Wenn du Kolosser 1, Vers 14 ganz schnell anschaust und du schaust, in welchem wir haben die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Wenn du nicht durch sein Blut hast, du hast eine falsche Bibel. Aber wir kommen noch mehr dazu. Aber der Fakt ist, nur die Schrift. Das ist, was ein Bibelbaptist ist. Nur die Schrift alleine. Sie richtet ihn, durch das richtet er alles. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 12, schlagt auf Hebräer 4, Vers 12, und hier steht geschrieben, denn das Wort Gottes ist lebendiger und kräftig, in kein zweischneidiges Schwert, und durchdringend, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist richtet. Und es richtet dich, es richtet mich, es richtet jeden. Es richtet die Medien, es richtet einfach alles. Und wir richten alles anhand von diesem Wort und wir bleiben bei der Schrift und wir brauchen keine Magazine und was die Leute alles sagen, was die Welt so zu bieten hat und was heute politisch korrekt ist. Wir glauben an die Schrift. Und nicht nur die Schrift, sondern Baptisten. Wir glauben an die Taufe von Gläubigen. Kommt zu Matthäus 28. Matthäus 28. Na, ich glaube an diese Taufe. Matthäus 28. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Zuerst lehrt sie. Was? Lehrt sie das Evangelium. Du musst zuerst von Neuem geboren sein. Wenn du getauft wirst, aufgrund der Tatsache, dass du als Baby getauft wirst, oder einfach, dass du getauft bist und dachtest, du bist dann errettet, dann bist du verloren. Das ist nicht das Evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 2 ist eine Übergangszeit. Die Juden haben sich taufen lassen, damit sie sahen, dass sie den Heiligen Geist haben. Wir lassen uns taufen, weil wir schon errettet sind. Wir lassen uns nicht taufen, damit wir errettet sind oder damit wir etwas zeigen. Wir brauchen kein Zeichen. Wir tun es als Glaubensgehorsamschritt. Die Taufe ist ein Glaubensgehorsamschritt. Gehorsamsschritt. Das ist, was die Taufe ist. Die Taufe ist nicht dafür da, um zu sagen, ich bin errettet. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Wir tun einen Menschen zum Herrn führen, wir verkündigen ihm das Wort, erstens. Wir taufen ihn, wenn er sich errettet hat, Apostelgeschichte 8, 37. Wenn du eine falsche Bibel hast, hast du das nicht drin. Aber wir sehen, dieser Kämmerer hat sich bekehrt und dann wurde er getauft.
Jeder von neuen geborenen Christ sollte sich taufen lassen. Übrigens, das Abendmahl können wir da auch noch reinhalten. Das Abendmahl ist nicht ist eine Gedächtnismahlzeit und nicht eine buchstäbliche. Und da geht es um Traubensaft. Das steht für das Blut, weil es ist junger Wein. Und es ist das Brot, was steht, ungesäuertes Brot, was steht für den Leib Christi. Und das Letzte, Gemeinde. Wir glauben an eine unabhängige Ortsgemeinde. Jede Gemeinde war unabhängig. Da kommt zu Kolosser. Kolosser Kapitel 4. Kolosser 4. Kolosser Kapitel 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so schaffe, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde. Und dass ihr den von Laodicea leset. Wenn man noch Vers 15 anschaut, grüße die Brüder zu Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Das heißt, Gemeinden gibt es unabhängige Ortsgemeinden. Wir glauben, wir lehnen kategorisch jeden Bund ab. Bund ist falsch. Ist egal welcher Bund. Du sagst aber, da können wir mehr erreichen. Nein. Das ist der Anfang vom Ende. Eine Gemeinde muss unabhängig bleiben. Wir können miteinander etwas zusammen machen, wenn ihr bibelgläubig seid. Aber wir schauen als Gemeinde, weil wir reflektieren den Leib Christi. Wir sind ein Symbol dessen, aber wir sind unabhängig. Und so ein Bibelbaptist, er glaubt, dass die Gemeinde unabhängig ist und er glaubt an die Trennung vom Kirchenstaat. Der Staat hat nichts zu tun mit der Ortsgemeinde. Wir glauben übrigens nicht an die Kirche. Aber da gibt es ein Video, schaut das Video an, das ist ein gutes Video über den Unterschied zwischen Kirche und Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, und zwar eine unabhängige Ortsgemeinde. Und das ist, für was wir stehen, Bibelbaptistengemeinde. Und darum haben wir das. Und wir können dir nur empfehlen, such eine Bibelbaptistengemeinde. Es ist nicht das erste Linie Baptisten. Es gibt Baptistenallianz, die sind falsch. Die meisten Baptisten sind heute falsch. Es geht um Bibel. Und so, wenn du eine Gemeinde suchst, komm auf uns zu. Wir helfen dir gerne, wir tun dir gerne Ratschläge geben. Du musst nur auf uns zukommen. Prediger, Stimme des Gläubigen.de. Den Schritt musst du machen. Wir können dir helfen, aber du musst den Schritt machen. Und so, wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen. Wir sind Teil der Bibelbaptistenbewegung. Wir haben eine Bewegung angefangen, die ist in ganz Europa. Es gibt überall Gemeinden. Du kommst aus Österreich, sprich uns an, wir haben Gemeinden. Du kommst aus der Schweiz, wir haben Gemeinden. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es gibt Gemeinden in Europa. Wir möchten dir helfen, eine zu finden. Und wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Wir wünschen dir eine schöne Woche.